Seit über einem Jahr stockt der Tarifkonflikt in der Diakonie in Niedersachsen. Und nachdem die Diakonie ihren Mitarbeitern jetzt lediglich eine Einmalzahlung versprochen hat, legten Diakonie-Mitarbeiter zum nunmehr dritten Mal ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Warnstreik aufgerufen. Meine Kollegin Balgure Bellu war bei der Streikaktion im Anna-Stift dabei. Soziales Handeln im diakonischen Auftrag. Dies hat sich die Diakonie Niedersachsen zum Leitbild erklärt. Ihre eigenen Mitarbeiter scheint sie dabei aber auszuschließen. Der Konflikt um einen Tarifvertrag für die Beschäftigten der Diakonie Hannover besteht seit über einem Jahr und spitzt sich momentan zu. Zwar gab es letzte Woche die Ankündigung einmaliger Gehaltszuschüsse, aber dennoch kam es diesen Mittwoch wieder zu zahlreichen Streikaktionen der Mitarbeiter. Ich sehe es schon auch als ein Mittel, um erstmal Ruhe in den Kreis zu bekommen. Ich denke aber, das reicht auf jeden Fall nicht aus. Davon kann ich vielleicht die Spritkosten, die sich erhöht haben, für meinen Arbeitsweg bezahlen. Tatsächlich macht ein Großteil der Beschäftigten mit dem Gehaltszuschlag von 1,6% bei einer aktuellen Inflationsrate von 2,4% deutliche Verluste. Gefordert wird ein einheitlicher Tarifvertrag, wie er in öffentlichen Einrichtungen Standard ist. Wir wünschen uns, dass unser Arbeitgeber endlich einsieht, dass wir nicht andere Arbeitnehmer sind als alle anderen in der Bundesrepublik und möchten deswegen Tarifverträge, damit die Gewerkschaft für uns verhandelt. Wie hier am Anna-Stift versammelten sich noch an 5 weiteren Standorten in Hannover die Mitarbeiter diakonischer Betriebe. Eine weitere Forderung ist das Ende des sogenannten Dritten Weges, einer gesetzlichen Sonderregelung für kirchliche Organisationen, die unter anderem das Streikrecht verbietet. Das Kirchenrecht löst aber nicht das Grundgesetz ab. Das Grundgesetz darin verankert ist das Streikrecht. Das nutzt jeder Beschäftigte hier in Deutschland. Und die Diakonie ist nicht so besonders aufgrund des Kirchenrechts, dass das Streikrecht ausgeblendet ist. Trotzdem herrscht Verunsicherung bei den Mitarbeitern, auch durch zunehmende Drohungen von Seiten des Arbeitgebers. Aufgrund dieser Ansage der Einmalzahlung hat der Arbeitgeber mit massiven schriftlichen wie mündlichen Abmahnungen gedroht. Er hat die Beschäftigten versucht einzuschüchtern und gesagt, wenn sie an dem Streik teilnehmen, der ist unrechtmäßig, dann bekommen sie eine Abmahnung, sie dürfen das nicht. Deswegen sind die Kollegen, die 200, und in der aktiven Mittagspause werden es sicherlich noch mehr werden, besonders hervorzuheben. Es ist also noch kein Ende in Sicht. Im letzten Leitsatz der Diakonie Niedersachsen heißt es, im Wandel suchen wir Chancen für Verbesserungen. Ob diesen Worten bald auch Taten folgen, bleibt abzuwarten.